Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES. Die deutsche Übersetzung von Phoenix Down von den Star Trans, ne? Mit dabei ist der Kibbel unterstrich 158. Yo, yo. Yo, yo. Im letzten Part sind wir nach der ewigen Stocherei doch endlich mal weitergekommen und sind jetzt hier in dem Schloss gelandet, was da inmitten der Kriegelberge liegt. Ich nenne es einfach mal so, ne? Hier ist das coole Feuer, was wir sammeln sollen. Wir können es bloß noch nicht mitnehmen, weil wir haben den die Laterne noch nicht gefunden. Die heilige Laterne, wo man dann das Feuer halt reinpackt, ne? Mhm. Mit dabei ist Gordon. Gordon ist down. Aber Gordon war auch so stark. Der hat noch den Feuer gesucht. Nee, Quatsch, der hat dann noch Laterne gesucht. Ja, genau. Und der hat aber gesagt, ich bin Gordon, ich bin zu schwach. Und deswegen ist er dann gestorben. Ja. Besonders, der hat nach der Laterne gesucht und war im Eingangsbereich. Ja, ich frage mich auch, wie der da reingekommen ist. Ist aber sehr weit gekommen, ne? Ich meine, der Turm hat 7 Etagen. Das ist der Gegner, den ich vorhin übelst platt gemacht habe, der Ogre. Der Ogre. Ich Ogre. Ich Firion, nicht kaputt, Owen. Oh, hier, der hat ihn einmal geboxt und ist der blind, oder was? Bam. Ja, weiter. Man muss ja auch sagen, die Gegner hier im Final Fantasy, die tun ja random erscheinen, aber mit einer gewissen, also auch die Team, also wenn, dann tauchen auch immer nur die Teams dann auch auf. Also meinetwegen zwei Ogre mit einem Magier zum Beispiel. Mhm. Die werden auch nie anders kommen, also kommt immer zwei Ogre mit Magier zum Beispiel. Oder aber... Nein, ich habe keinen Trainer mehr. Ganz schlecht ausgerüstet, aber vielleicht finden wir ja noch was anderes. Ich kann nicht, wir kriegen ja sowieso die Goldrüstung hier in dem Turm. Da werden wir nochmal gucken, dass wir die zusammenkriegen. Vielleicht kann ich ja Medizin auf den Typi wirken. Ah, das hilft auch, okay. Ja, gut. Und ja, und dann gibt es halt eine Wahrscheinlichkeit, wie die Konstellationen auftauchen halt als Gegner. Also mal wegen ein Wahrscheinlichkeit von 1% zum Beispiel, dass halt so ein ultra starker Typ hier kommt zum Beispiel. Hm. Der aber hier in dem Abschnitt geben kann. Also den es geben kann. Guck, diese Konstellation mit den zwei. Mhm. Anders werden die nicht kommen, entweder eins oder zwei oder. Also es gibt vorgeschriebene Konstellationen. Hat ja auch Sinn wegen den Farbwerten. Ja, das stimmt. Ja. Was, der hat daneben geboxt? Oh. Fail. Aber eigentlich hätte man den Gordon ein bisschen choppen können, aber der hätte überleben müssen. Warum? Der ist schwach. Ja, das Problem. Ja, warum ist er schwach? Das Spiel baut ja so auf. Ja, ich kann doch nicht erst den einsammeln, mit dem da erstmal. Ach, guck mal, nein, du bist schwach. Da unterbreche ich erstmal meine Quest und gehe mit dir leveln. Genau. Nee, das geht nicht. Ich geh erstmal zum Anfang leveln. Das geht doch nicht. Nee, es geht nicht. Nee, es geht nicht. Aber als Camper wäre er schon gut vielleicht gewesen. Nee, der hat ja kaum Schaden gemacht. Aber wir kriegen hier Goldrüstung und hast noch gar nichts gesammelt, mein Freund. Nee. Hier müssten Kisten rumliegen mit Goldrüstung drin. Ja, aber Goldrüstung ist doch nichts gegen Mithril. Doch, ist besser. Nee. Niemals. Gold war besser. Doch. Ach, Gold kann gar nicht besser sein. Weißt du, wie weich Gold ist? Oh. Das sind drei Truhen. Mithril, Axt. Mithril, Schwert. Wolf. Warum auch immer Wolf das Ding heißt. Oh fuck. Jetzt mal an. Ausrüsten sollen. M-Ogre. Das ist bestimmt der Master-Ogre. Der Master-Ogre, genau. Der Master-Ogre kommt. Oh mein Gott. Oh, du bist ganz schön voll. Mhm. Knobloch. Ja. Okay, pass mal auf jetzt hier. Maquis. Nein. Maquis. Magifix. Für Arme. Nein, das ist die Maquis. Immer noch von Magica. Oder Magica. Ja, Maquis, genau, ja. Hast du dir mal das LP angeguckt oder das Spiel? Ja, ich habe mal die ersten drei Folgen, glaube ich, das mal angeguckt. Am Anfang fand ich es so ein bisschen lächerlich, aber das wird so. Das ist so witzig. Ja, ich war auch am Anfang in den ersten drei Parts schon relativ okay. Aber das ist mir wieder zu neu, das Spiel irgendwie. Weiß ich nicht. Ich stehe auf die Pixel-Grafik. Nein, auf die habe ich jetzt keinen Bock. Ich muss Pixel sehen und das hat man bei dem Spiel nicht so gesehen. Ja, alles, das spielt mit so viel Humor. Ja, es war so an sich nicht verkehrt. Auch die, auch wie du da so die Kunden anvisieren konntest und töten konntest. Das fand ich auch ganz cool, das System. Ja, das war nicht schlecht. Oder gegenseitig dich platt machen konntest. Also anschießen konntest du zumindest. Fand ich auch ganz lustig, wo ich dann geärgert habt. Ja. Und rumgeschrien zwischendurch. Also richtig geschrien. Ja. So. Wenn man es richtig gespielt hätte, was ich ja nicht gemacht habe, hätte man da richtig Damage machen können eigentlich. Ja. Also so taktikmäßig, weißt du, der eine macht das und der andere haut dann gleich das nächste drauf.
Aber ich glaube, so macht es auch viel mehr Spaß, wenn man da einfach so drauf los. Ja, ja, ja. Hab da schon gesehen. Manche Spiele, die basieren da halt auch drauf, dass du einfach irgendwas machst. Ja, oder stimmt, stimmt. Weil das ist dann halt das Witzige, da hast du dann zwei verschiedene Zauber, dann kreuzt du dann da die Strahlen, wie bei Ghostbusters, und dann explodiert auf einmal was. Ja, das ist schon cool. Und manchmal stirbst du halt deswegen und manchmal sterben die Gegner deswegen, ja. Und das ist dann scheißegal, was dann passiert. Entweder ist es witzig oder cool. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt einfach. Deswegen, also so ist an sich nicht schlecht. Also die neueren Spiele, das kannst du ja mit Break spielen, der spielt halt gerne sowas. Ja, der ist auch mehr PCler. Ja, genau. Und ich spiele halt lieber die Pixel-Edition, Pixel-Grafiken. Außer mit Final Fantasy VII könnte ich vielleicht mal eine Ausnahme machen, weil das wirklich geil ist. Ja, obwohl das ist dann doch vergleichsweise alte Grafik bei Final Fantasy VII mit Spitznasen. Naja, für die PC-Version gibt es einen Remodel-Mod, dass die quasi die Grafiken komplett überarbeitet sind auf aktuell. Okay. Ey, ohne Scheiß, sieht richtig geil aus, das hab ich mal geguckt. Oh, nee, Mist, du. Was soll hier in dem Turm bitte drin sein? Aber leider nur für die PC-Version und die Übersetzung ist aber für die PlayStation-Version. Jetzt können wir uns nochmal die Ratten hier angucken. Wehrratte. Wehrratte. Ratten, die sich wehren? Nee, das was? Ist halt, wie Werwolf gibt's halt eine Wehrratte. What? Wehrratten? Ja. Und später hießen die dann bei How I Met Your Mother die Kakaomaus. Hm. Wie geil. Wobei, wenn wir Final Fantasy VII anfangen, das ist so ein endloses Projekt. Es war übelst geil, die Story, aber ja. So, das wären mindestens zwei, drei Folgen. Oh, hier ist die Goldrüstung. Ihr werdet angegriffen, okay. I will make you down, down, down. Down, down, down. So, auf den da hinten, ja. Dann nehme ich jetzt hier Magie. Feuer auf den da vorne, ja. Ja, der sieht nämlich ziemlich eisig aus, der Typ. Und da kann man sich auch ganz schön verlieren dran in dem Spiel, ne? Final Fantasy VII. Hm. Gibt es so viele Sidequests und so ein Vorzeichen. Oder wir können auch Digimon World mal spielen. Oh, das kannst du mal mit Pickhunter spielen, da steht drauf. Nee, ich bin Pickhunter, du meinst ein Break? Nee, nicht Break, nee, Blacker King. Ach, Blacker. Ja, Blacker, und der spielt sowas gern. Ja, aber da mit dem Blacker kannst du nicht aufnehmen, weil er hat relativ wenig Platz zum Sprechen zu Hause. Was? Ja, der hat nur eine relativ kleine Wohnung, weißt du? Und wenn er nicht gerade zufällig halt allein zu Hause ist, ja. Ach so. Dann hörst du immer jeden Schritt im Hintergrund und dann läuft im Hintergrund vielleicht auch der Fernseher und so, der hat nicht genug Platz dafür halt. Ach so, okay. Schade, weil der hat das Spiel auch durchgespielt und so weil ich es mitgekriegt habe. Ja, ja. Ich dachte, das kann man gar nicht durchspielen. Doch, doch. Ja, Digimon World, ne? PlayStation-Spiel. Das geht doch bloß drei Tage. Und danach stirbt dein Digimon und du fängst von vorne an. Ja, aber... Nee. Doch. Die PlayStation-Version, oh Gott, meinst du, ne? Die PlayStation, ja, das ist ja für PlayStation, ist ja ein PlayStation-Spiel. Ja, genau. Und darauf, darauf basiert ja auch die Serie Digimon. Übrigens, so als Insider-Info ein bisschen, die TV-Serie Digimon... Also die allererste Staffel davon sozusagen, die sollte ursprünglich, glaube ich, bloß 3 oder 4 Folgen lang werden, war bloß ein Promo für das Spiel. Und dann war die TV-Serie aber so erfolgreich, dass sie dann halt eine richtige Serie da halt draus gemacht haben. Ach so, das wusste ich halt, okay. Und deswegen, das will ich mir noch machen, die ersten 3 oder 4 Folgen halt von Digimon mal angucken und dann einfach die Serie als beendet betrachten und mal schauen, ob es passt. Ah, okay. Es ist die rote Seele, der Hüter der Laterne! Yay. Okay, also pass auf. Der sieht echt krass aus. Der sieht wirklich krass aus. Ja. Sieht aus wie so eine Chilischote. Nee, ist ein Teufel. Das ist doch die Hörner. 40 Schaden, ist ja richtig viel. Oh, der greift aber jeden an. Zum Glück ist Gordon schon down, da kriegt er keinen Schaden. Haha, der kriegt einer doppelt. Das wäre echt hart. Okay, pass auf, hier folgendes, ja. Das ist eine Flamme. Ja, Flammen, wollte ich mal besiegen, besiegt man mit Eis. Ja. Wenn dann mit Eis, ja. Und das probieren wir jetzt aus. Ja. Und. Komm, der kann auch mal so drauf zimmern, meine ich. Firion wirkt Eis auf Seele! Ach nee, umgedreht. Der wirkt Eis auf uns. Hä? Nee, der absorbiert die. Aber Eis tut er eigentlich nicht absorbieren, das kann nicht sein. Doch, pass jetzt auf, jetzt greifen wir endlich an. Oder der macht genau das gleiche, was wir auch mal. Was? Ich hab den LP hochgemacht. Ne, du hast LP hochgemacht. Du hast eine LP hochgemacht. Das geht auf R-Seeler, Eis 1 LP hoch. Naja. Ich kann doch keinen LP abbekommen, wenn ich den anzauber.
Doch, wenn. Nee, hast recht. Nee, kann sein. LP, war das nicht irgendwie Lebenspunkte hoch oder so? Oder ja, ja. Magieeffekte hoch oder irgendwas? Hattest du nicht irgendwie erwähnt, dass dieser Gegner ziemlich blöd ist? Ja, aber mit Eis schon möglich. Probier nochmal Eis. Noch einmal Eis. Nee, okay, da kriegt der wieder nur LP ab. Ach, du verlierst LP oder was? Der bekommt einfach mehr LP. Es ist so, als ob er den damit heilt irgendwie. Da guck. So sieht das aus, wenn man. Ah, dann blinkert okay. Man selber. Nee, gut, dann tun wir halt. Haben die jetzt alle wirklich bloß ein LP dazu bekommen? Ja, dann tun wir halt Schwert jetzt drauf. Komm los. Okay, pass auf. So, ja. Lass die Äxte und Schwerter reden. Hast du jetzt die Goldrüstung auch angezogen? Nö. Ich hatte keine Zeit dazu. Okay, Kampf. Dann müssen wir mit Mythril durchhalten. Oh Mann, das könnte jetzt echt hart werden, ne? Jo. Definitiv. 62 HP, das geht. Random Encounter. Kein Effekt. Das könnte verdammt hart werden. Einen hoch, Alter, einen! Das geht doch gar nicht. Komm jetzt hier. Machen wir nochmal heil auf einen einzigen. Jetzt muss doch hier Guy auch mal treffen mit seinem coolen Ding. Fehl? Ja, der die Seele hat uns versucht anzugreifen, hat halt daneben geboxt. Achso. Was? Da passt doch was nicht. Kann es auch sein, dass es vielleicht Level hochgeht? Das glaube ich nicht. Ja, wir merken uns jetzt mal die 31 HP von Maria, ja? Die heilt sich jetzt selber. Mhm. Vor allem auf der einen Seite sind es LP, auf der anderen Seite sind es dann HP, ja? Ja, ich bin auch durcheinander. So, 31, jetzt ist es 92, okay, alles klar, gut. Das soll wahrscheinlich heißen, ja, das Heil ist, Level 1 oder so. Ja, genau. Heil Level 1, genau, das haut hin. So, der trifft eh nicht, dann kann er auch zaubern. Ophirion, hau ihn jetzt. Supertreffer! 46, sehr gut. Oder das heißt, dass ein MP abgezogen wurde, das kann auch sein. Man weiß es nicht. Nee, Kampf, eigentlich. Kampf. Magie, HP, auf die Alde. Auf die Alde. Auf die Rotschopf. Auf die rutschenfige Dame mit dem knappen Bikini. Oh. Was? Arseele Staub, Alter. Besiegt. Ein bisschen richtig gut eigentlich, ne? Easy. Ja, weil ich mal ein bisschen gelevelt habe vielleicht. Da gab's bloß 50 Gil für, hey, boah. Heil Level was? Hoch. M-Strength up. MP up. M-Stärke. Magiestärke. Mhm. Laterne. Jetzt gehen wir halten. Laterne, yeah. Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Und Sterne. So, Exit. Befördert euch an die Oberfläche. Kostet ihr noch einige LP. No problem, man. LPs. So, weil, jetzt können wir nämlich hier sagen, Maki, geil, komm, du bist jetzt gerade richtig gut im Heilen, ja. Heilst jetzt voll unseren Ophirion. So. Passt. Und jetzt kann er noch einmal Maria heilen, dann ist er out of MP. Maria. Es ist das Sternfeuer. Sargmondglocke. Ach ne, ein Sternfeuer, Object, ja. Laterne. Sternfeuer genommen. Oh yeah. Ja, das Sternfeuer. Oh mein Gott. Ab nach Hause ohne Pause. Aber ich sag, wir suchen uns jetzt nochmal den. Fuck! Leute, wie es ja weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Nee, und sehen wir mal. Warte, wir haben doch erstmal. Oh, ja. Ich dachte jetzt schon, da kommt jetzt eine übelste Sequenz in 3D und boah. Nee, okay, wir können ganz easy zum Dorf noch heilen und dann hören wir auf. Weil ich würde den Gordon noch fix heilen wollen. Und zu welchem Dorf wir gehen, kann ich dir auch sagen. In einfach das nächste Dorf. Nicht ganz. Da ist es. Schokobo. Zum was? Ihr müsst zum Start hier, Prinzessin Sarah. Ja, das ist mir schon klar, dass wir dahin müssen.
So, ich habe jetzt meinen Schokobo gefangen, ne? Schoko, Schokobo. Ja, genau, Schokobo, ne? Geh einmal zum Anfang. Geh aber ganz bis zum Anfang. Zum First Level. So. Und da rennen wir jetzt hin. Und dann werden wir nämlich diesen Part beenden. Du. Die Melodie ist toll. Die Melodie ist toll. Ach so, genau. Wir haben da jetzt quasi das Sternfeuer. Genau. Wird sich nun alles zum Guten wenden? Definitiv nicht. Denn in solchen Situationen versteht Square es ja stets, den Helden einen gründlichen Strich durch die Rechnung zu machen. Ihr müsst erfahren, dass Prinzessin Sarah sich mit Cid auf dem Weg nach Kashun gemacht hat, um das Sternfeuer persönlich in Empfang zu nehmen. Als das Luftschiff vom Zerstörer angegriffen wurde und Cid mit der Prinzessin zusammen entführt wurde, wie ihr in Altea erfahrt. Ach nee, wir müssen nach Altea. Spoilerst du schon wieder über rum, ey. Nee, eigentlich nicht. Altea ist doch der erste Schritt. Ja, dann sind wir jetzt gerade auf dem Weg und erzählt genau das, was wir jetzt gleich erleben werden. Das ist ja Spoiler. Naja, warte. Hat der Zerstörer jedoch im Norden von Pin eine Landepause zum Auftanken eingelegt? Ach ja, der Zerstörer, der die geklaut hat. Das ist eure Chance, die Prinzessin zu befreien und den Zerstörer endgültig den Garaus zu machen. Und das werden wir in den nächsten Folgen sehen. Genau, also wir gehen jetzt hier Sleepy hin. Sleepy Hollow machen? Wo ist der hin? Ah, da. So, guten Tag, ich wohne hier. Lass mir mal schlafen. Ich wohne hier. So, Leute, das sehen wir dann, wie gesagt, im nächsten Part. Wie es hier weitergeht, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Vergesst nicht jetzt auf Abo zu drücken. Ihr habt noch 5 Sekunden Zeit. 4, 3, 2, 1. Wenn nicht, dann sterbt ihr. Echt mal. Teile dieses Video mit mindestens 100 Leuten in den nächsten 5 Sekunden. Genau, sonst stirbst du. Ansonsten wird dich Thor eines Besseren belehren. Sonst wirst du zweimal vom Blitz getroffen. Genau. Und zwar beim Kacken. Weil es auch mal nicht geklappt hat. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.